Den habe ich auch. Sehr schön. So, jetzt haben die wieder die Chance hochzukommen. Ne, da kommt kein Panzer. Noch einer. So. Einmal noch zur Munition nehmen gehen. Okay, weiter vor. Los, los, los. Tunneleingang gesichert. Sehr schön. Da müssen wir rein. Oh, war das gut, ey. Das war jetzt... Die Mission hat vorhin erst angefangen. Und so oft schon gestorben, das gibt's nicht. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber jetzt ist ja gut, jetzt sind wir weiter. Und ich brauche meine Stoppuhr gar nicht. Wie schaffe ich das? Gut, den habe ich. Aber hier gibt es bestimmt noch mehr. Nee. Oh. Penner, ey. So, kommt, ey. Den Panzer dürft ihr doch wohl töten. Wir müssen diesen VIP loswerden. Alle Flakgranate! Scheiße, ich werde beschossen! Scheiße, ey, wieso hat er den nicht mit dem Panzer geschafft? Oh fuck, ey. Das wird doch schon wieder eine enge Kiste jetzt. Boah, da hat der mich. Ey, ihr könnt ruhig auf dem Dach bleiben. Kann ich da mal.
dieser Panzer schon wieder, ey. Ach, das sind die Kühe draußen. Ich denke schon, ich habe so ein Geräusch auf Ohren. Keine Granaten mehr, okay. So, der Panzer ist zerstört, das Scheißteil. Gut. Jetzt vielleicht nur noch. So, den hätte ich. Ach du Heiliger, ey, hier ist ja hoher Beschuss. Genau da drauf. Wo ist denn da noch einer? So. Los, los! Gib mir Deckung! Los, lauft! Boah, das war jetzt anstrengend, ey. Wenn ich ein bisschen konzentriert bin, immer tut mir es leid, aber es ist ziemlich anstrengend, sich zu konzentrieren. Ah, es sind unsere Leute, okay. Die haben sich ver. Wo waren die denn? Hallo? Tombstone, richtig? Danke für die Hilfe da draußen. Kein Problem, Marine. Ich bin bereit. Ich lasse, glaube ich, die drin und dann statt die tue ich mal diese hin. Tor ist offen. Na, Munition brauche ich ein bisschen. Oh Gott, die Stadt ist zerstört. Schnell was getrunken. Schön euch zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Boah, war nicht nur durch die Hölle. Hab ich einen Hunger. Hey Marine, habt ihr irgendwas zu futtern? Klar, beim Hauptquartier gibt's Notration. Bedient euch. Danke, Mann. Gut, da sind sie. Hey Leute. Gut, wir reden weiter. Nein, ich denke nicht. Was dringelt ihr mich dahin? Was? Okay. Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen.
Notration, genau. Fragen, los. Major, ich... Oh, drück mich doch nicht weg. Folgt ihm. Wir haben Greenland gefunden. Gehen wir, Wrecker. Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie. Inzwischen vermutlich im Roten Meer. Oh Gottchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten. Und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten. Meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelszeug. C4. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sams Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Boah, ey. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn noch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Noch wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich da raus. Ich will nichts hören, boah, bis ist das ihr eine Olle, ey. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Boah, ist das eine Olle. So, geht raus, Leute. Pass auf den Sprengstoff auf. Ob das eine gute Idee ist? Das ist die wohl beschisseste Idee aller Zeiten. Also gut. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Becker, ich muss du sonst siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ja, mach ich. Ich dich, wenn wir uns dem Damm nähern. Jetzt darf ich schlafen im Krieg. Das ist ja echt super, ey. Super, duper, super. Eine Stunde später. Boah, das Spiel ist echt jetzt heftig geworden, ein bisschen mehr. Muss ich ja doch sagen, also. Irish? Ja. Die Menschen da immer noch keine Munition. Wer ist das? Meine Frau und drei Kinder. Da ist der Damm. Ach, verdammt nochmal. Ja, das Ding ist massiv. Glaubst du, wir haben genug Sprengstoff? Ja, wenn wir ihn richtig platzieren. Hier anfangen und die Ladungen über den Damm verteilen. Wo ist der? Ach da! Die Mitte, das ist eine Schwachstelle. Da bringen wir die Primärladung an. Hast du einen Ingenieursabschluss? Ich habe genauso einen Ingenieursabschluss, wie du eine Medizinerin bist. Ich habe wirklich eine medizinische Ausbildung. Egal. Bist du wirklich sicher? Wir weiden ihn aus, von innen. Seid ihr bereit? Jawohl. Hey. Auf geht's, Rack. So, wo ist Munition? Vorsicht, Wrecker. Sehen wir uns erstmal um. Da ist einer. Ist jetzt nur der? Scharfschütze auf der linken Flanke, Wrecker.